davon. Es ginge niemandem was an. Aber mir könnte sie es ja erzählen. So ist sie, so ist sie. Genau, meine Mutter. Es ginge ihr gut im Altersheim, aber sie müsste trotzdem oft an ihre eigene Küche denken. Dabei wär's keinen Tag mehr länger gegangen. Hallo, Ralf. Hallo, Ralf. Guten Appetit. Guten Appetit. Appetit. Und dann die Sache mit der Grippe. Jedes Mal, wenn ich anrufe, ist das ganze Heim krank. Und sie die Einzige, die es nicht erwischt hat. Sie ist eben, wie sagt sie? Gesund wie ein Kamel. Weil sie bloß Wasser trinkt. Vielleicht ist ja was dran. Ist's etwa nicht gut? Doch, doch. Ist was? Du hast doch sonst immer gern Karotten gegessen. Schon als du klein warst. Karotten essen, Karotten essen. Du hättest am liebsten den ganzen Tag Karotten gegessen. Alfred, erinnerst du dich? Ja, ja. Karotten essen, Karotten essen. Ich mag heute einfach nicht. Ein Junge, in deinem Alter, da hat man noch Appetit. Alfred. Wenn ich damals von der Schule kam oder von der Lehrstelle, in deinem Alter, da hätte ich am liebsten den ganzen Kühlschrank ausgefressen. Er hat jetzt einfach keinen Hunger. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Bauchschmerzen? Bist du krank? Ich melde dich bei Dr. Hilfiger an. Nicht nötig. Das ist psychisch. Das sieht ein Blinder. Psychisch. Es liegt ihm etwas im Magen. Deswegen hat er keinen Appetit. Uns kannst du es doch sagen. Wir sind deine Eltern, Mutter und ich. Ich hab jetzt vorhin eben auf dem Nachhauseweg ein Maß gegessen, weil ich solchen Hunger hatte. Und jetzt... Aha, Schokolade. Na dann, ist ja alles gut. Nichts war gut. Das ist psychisch, das sieht ein Blinder. Aber entschuldige, sowas kann man doch nicht bei Karotten besprechen. Das mit der Eva zum Beispiel. Ein Versuch noch. Nee, mach doch alleine weiter. Warte. Ich zeig dir mal, wie das gehen könnte. Sie hat gesagt am Telefon, es ginge niemandem was an. Aber mir könne sie es ja erzählen. So ist sie, genau meine Mutter. Es ginge ihr gut im Altersheim, aber sie müsse trotzdem oft an ihre eigene Küche denken. Dabei wär's keinen Tag mehr länger gegangen. Hallo Ralf. Hallo, Ralf. Guten Appetit. Guten Appetit. Ist's etwa nicht gut? Doch, doch. Ist was? Nichts. Du hast doch sonst immer gern Karotten gegessen, schon als du klein warst. Karotten essen, Karotten essen. Du hättest am liebsten den ganzen Tag Karotten gegessen. Alfred, erinnerst du dich? Ja, ja. Karotten essen, Karotten essen. Ist was? Ich mag heute einfach nicht. Ein Junge, in deinem Alter, da hat man doch Appetit. Alfred. Wenn ich damals von der Schule kam oder von der Lehrstelle, in deinem Alter, da hätte ich am liebsten den ganzen Kühlschrank ausgefressen. Er hat jetzt einfach keinen Hunger. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Bauchschmerzen? Ich bin verliebt. Verliebt? Du meinst? Du hast eine Freundin? Nein. Etwa eine Freund? Nein. Was dann verliebt? Verliebt? Ich bin verliebt, aber sie will nichts wissen von mir. Aha, ja, ja. Das ist normal. Das ist ganz normal. Mach dir nichts draus. Das legt sich wieder. Ja, ja, das gibt's. Da macht ihr bloß keine Sorgen. Danke, sehr beruhigend. Toll, mit euch zu sprechen. Ist doch selbstverständlich. Schließlich sind wir deine Eltern. Wir sind gar nicht so stur, wie du immer gemeint hast. Wir sind sogar sehr aufgeschlossen. Gerade was die Liebe betrifft. Die Liebe? Ein Fiasko. Vielleicht hätte ich mit etwas mehr Fingerspitzengefühl arbeiten müssen. Meine Alten haben eine ganz sonderbare Art, auf Fingerspitzengefühl zu reagieren. Dann sollte man eben auf den Putz hauen. Meinst du? Okay, ich versuch's nochmal. Ist etwa nicht gut? Doch, doch. Ist was? Nichts.
Du hast doch sonst immer gern Karotten gegessen. Ja, ja, schon als ich klein war. Karotten essen, Karotten essen. Aber was ist denn los, Junge? Sag nicht Junge! Jetzt reicht's aber!